Das Übel der Menschen sind die Menschen selber. Und dann prägt er ein Beispiel, Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala. Und die Überlieferung ist bei al-Bukhari, liebe Geschwister, als der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. So wollt ihr im Monat Ramadan hereingehen mit wenig Salawat. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ging eines Tages bei Abu Talib herein. Und das waren seine letzten Stunden. Er war praktisch im Sterbebett. Und so sagte er zu seinem Onkel Abu Talib, O Onkel, ein Wort. Was meinte er mit ein Wort? Die Shahada. So, dass ich für dich ein gutes Wort einlegen kann, Yawm al-Qiyamah. Aber erst, wenn du die Shahada sagst. Denn niemand verdient es, liebe Geschwister, dass man die Fürsprache für ihn macht, außer er hat die Shahada gesprochen. Manche Leute denken, die kriegen die Fürsprache einfach so, weil sie Muhammad oder Ahmed heißen. Nein, nein. Das hat Bedingungen, die Shahada. Und so sagte er zu seinem Onkel, nur ein Wort. Oh Onkel, sag ein Wort und ich werde tun, was ich tun kann. Und in der Zeit war Abu Jahl und andere unter den Kuffar waren dabei und sie haben ihm gesagt, willst du die Religion von Abdul Muttalib verlassen? Das heißt von deinem Vater? Dann sagte er, Ana ala millati Abdul Muttalib. Nein, vielmehr bin ich auf der Religion von Abdul Muttalib und er war ein Götzendiener. Und so ist er gestorben. So ist er gestorben. Und was uns auch beweist, dass selbst Abdul Muttalib, der Vater von Abu Talib, ebenfalls ein Götzendiener war. Weil er sagte, ich bin auf der Religion von Abdul Muttalib. Und er ist gestorben, nicht als Muslim. Was sagt Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala? Wie übel sind die Menschen? Was haben sie bei ihm bewirkt, bei Abu Talib? Dass er was? Mit welchem Glauben gestorben ist? Mit dem Kufr. Wozu hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn aufgerufen? Zum Iman, zum Islam. Und wozu haben die anderen ihn aufgerufen? Zum Kufr. Und zum Schluss wollte er nicht schlecht dastehen vor diesen Leuten. Schaut mal, die Leute, walayadu billah, wo sie dich hinführen können. Und daher, o Diener Allahs, sage ich dir ganz ehrlich, pass auf, mit wem du zusammen bist. Fulan und Fulan, die können dich in das Höllenfeuer hereinbringen. Manchmal kann eine Ehefrau ihren Ehemann ins Höllenfeuer hereinbringen und umgekehrt. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Eine sehr gefährliche Sache. Wir sollten unsere Herzen säubern und aufpassen, mit wem wir zusammen sind. Dieser Abu Talib hat von seinen üblen Freunden die Frage gestellt bekommen, auf welcher Religion bist du? Und sein Stolz, walayadu billah, hat ihn, wie Ibn al-Qayyim gesagt hat, das ewige Leben in der Glückseligkeit damit verbannt. Ya dakir al-ashab, kum mutadiban.